selber Salto ist oft doppelt so schwer, wenn ich jetzt sagen kann, aber der ist richtig scheiße. Grüß euch Gott. Servus. Zu einer neuen Skillmore-Episode. Wir sind heute in der Area 47 unterwegs in Ötztal und wir haben uns kein geiles Spiel vorstellen können für so eine coole Location als St. Osse. Genau, und das spielen wir heute. Auf geht's. Ohne blauen Fleck. Wer hat sich das heute nicht spielen? Es geht um die Entscheidung, send oder safe. Was ist es? Okay, wir alle haben wir wieder unsere Zettel dabei. Da werden wir wieder die Tricks aufschreiben für die andere Person. Ich muss an Stefan wieder Challenges stellen und er muss mir wieder Challenges stellen. Ihr kennt das Format, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut es von den vorherigen Videos so, wo wir im Winter zum Beispiel unterwegs waren, im Funpark oder im Sommer letztes Jahr in Innsbruck. Und genau, jetzt gehen wir ein bisschen die Runde, schauen mal, was wir so finden und was uns so für eine Ideen kommen. Der Rutschen könnte für mich eigentlich ganz interessant werden. Sag mal, wie geht's einem? Da brodelt sich was zusammen. Schon, oder? Sobald er das sagt, gibt man schon die Pumpen. Okay, wir sind jetzt bei der Runde schauen gegangen, eh ziemlich lang sogar schon, weil es gar nicht so easy ist, spezifische Parcours-eigene Challenges zu finden da. Das muss natürlich sehr speziell sein und deswegen nehme ich mir da gerne die Zeit und überlege da wirklich gut. Da, und da schreibst du jetzt den geilen Scheiß auf, was du ausgedacht hast und ich da das Gleiche jetzt, okay? Passt. Jetzt schreibe ich meine Sends und Saves auf. Es kann auf jeden Fall spannend sein, auch wenn da schon viele Möglichkeiten sein. Auf drei Sachen das Ganze bringen ist gar nicht so einfach. Ich will natürlich die drei besten, krankesten und geilsten Tricks haben für den Philipp, wo er sich auf jeden Fall in die Hosen scheißen wird. Spannend. Es bleibt spannend. Also ich muss sagen, das Spiel, das ist so spannend, auch für mich zum Spielen, das ist irre, weil ich einfach nie weiß, was in dem Schädel von den Typen los ist. Aber ich glaube, es wird schon wieder eskalieren. Okay, jetzt habe ich mal meine Sachen angeschrieben. Legen wir die Karten mal auf den Tisch. Du bist fertig. Ich bin fertig. Okay. Ich muss auch noch schauen, was nach dem Spiel du auch. Ja, bin ich mir schon sicher. Ja, klassischer Dienstag. Krankes Büro. Dani ist übrigens auch am Start. Ja, servus. Bist du schon gespannt? Ja. Wer gewinnt? Ja, bin ich. Wer gewinnt? Ist jetzt halt auf dem Philipp. Schlechte Wahl. Ganz schlechte Wahl. Okay, da gehen wir mit den ersten Challenges Richtung Sprungtour mal. Okay. Erster Stopp. Stefan, zieh mal von meiner Karte. Was ist das? Es ist ein Send! No! Es ist ein Send! Es ist ein schlimmer Send. Alter! Das ist jetzt ein Full-in-Double-Back-Out, also ein Backflip mit Schraube und ein doppelten Rückwärts hinten nach, oder? Das hat der Steff erstens noch nie gemacht, aber dafür lasse ich ihm eine Option offen, dass er sich die Höhe aussuchen darf. Sieben halber oder zehn, aber irgendwie. Gute das Entscheidung. Hat jetzt nicht erwartet, dass man den outdringst. 7 Meter, ist das eine gute Wahl? Jetzt auf 7,5 Meter. Ich glaube, es braucht fast einen Zehner, ehrlich gesagt. Ich glaube, es braucht fast einen Zehner. Also, wenn es beim Zehner anbrennt, ist auch nicht lustig. Ja. Dann war es das mit der Episode. Bei Skillmore geht es ja immer darum, ein bisschen die Limits zu pushen. Und das ist ein Trick, den hat der Steff noch nie gemacht. Und Send Out Safe ist einfach das perfekte Spiel, um sich einfach ein bisschen weiterzubilden, was dazu zu lernen und seinen inneren Schweinehund zu überwinden, weil das muss man nicht mehr selber machen, sondern das macht der Trainingspartner. Das Ding ist, umso schneller du unreichst, umso eher verliere ich das Schaugen, oder? Ja, fix, ja. Das heißt, zum Beispiel beim Quad Backflip bei unserem Mega Ropes Week
Da waren wir auf 13 Meter und beim Quad Backflip habe ich immer nachher so schauen können, wo ich bin. So 1, 2, 3 habe ich immer mitzählen können für mich selber. Umso niedriger der Sprung drum ist, umso mehr muss ich in die Rotation gehen und umso schneller ich bin, umso mehr verliere ich quasi die Kontrolle im Salto. Und das ist das Worst-Szenario, ja, was da passieren kann. 7,5, jetzt weiß ich, es ist 7,5 wert. Okay. Beim 10er ist man halt echt ein bisschen zu hoch für sowas. Der halbe Meter da. Der rettet dich. Der rettet mich. Aber jetzt. Jetzt, Sally! Send, gib ihm. Kranke Scheiße, Alter! Kranke Scheiße, Alter! Full in Double Backout! Voll Scheiße, jetzt bin ich drauf! So geil, dass jetzt ich drauf drin bin! Ich lieb das Spiel, ich lieb's einfach! Ja, wenn man 10 angeschlossen hat, kann man schon lieben, gell? Nichts passiert ist! Ja. Ich glaube, wir haben auf den Falschen gesetzt. Bis jetzt einmal! Ja, ja, danke, Dani! Ich kann es eigentlich gar nicht sagen, mir ist schon direkt schlecht ein bisschen, weil jetzt ziehe ich ein und da hat er seine Bratzen schon bereit. Der Bremsfleck hat mich noch nie viel weitergebracht, gell? Deshalb nehme ich das mal die andere Seite. Safe! Ja. Ja. Das ist schon safe. Ja! 5 Meter Bremsflip, also vom 5er auf den 7,5er Bremsflip. Ich bin schon mal extrem happy, dass ich ihn safe gezogen habe, weil... Das Sand ist giftig. Das Sand ist sicher giftig, ja. Ja, bist deppert, Alter. Gott sei Dank. Eine Hürde habe ich schon mal überwunden. Mir taugt das Spiel auch so. Wenn es so geht, dann taugt mir das Spiel auch so richtig gut, Alter. Gibt's ja nicht. Wir haben jetzt die Schüssel, wo die Sand oder Safety, was nicht gezogen worden sind, reingekaut werden. Und der, was zum Schluss was verkackt, der muss da rausziehen. Genau, der hat die Ehre. Wir sind wieder am Sprungturm herum. Da haben wir 5 Meter, das sind 7,5 und der Philipp muss jetzt da aufspringen, mit den Händen da oben bei dem Träger wegdrücken. Das ist gar nicht einfach, weil das keine Fläche ist, sondern richtig so eine dünne Leisten. Man hat auf jeden Fall 1, 2 Optionen, wie man da mit den Händen zubegreifen. Okay, 3, 2, 3. Boah! Ja, easy, oder? Ja, ja, es war auf jeden Fall ein Safe. Und ja, jetzt geht's weiter. Ich darf ziehen. Ich freue mich überhaupt nicht. Aber auf geht's. Nächste Runde für den Stefan. Send oder Safe? Nur mal, dass ich dann Send nicht roten. Machbar. Machbar. Aber sicher nicht ohne blauen Fleck. Es geht darum, ein Sideflip, da gibt es eine kleine Wellenrutsche. Und es geht darum, bei der ersten Welle einsliden auf die Haxen, Sideflip und irgendwie landen. Scheißegal wie, Hauptsache ein Sideflip kommt raus. Aber mitten in der Rutsche im Sideflip machen. Genau, im Sliden. Mit Send. So einer Wellen quasi. Mit so einer Wellen, ja. Ist überhaupt kein Problem. Ich meine, wenn man das kennt aus dem Rest der Video mit rutschigen Sideflip-Landungen, kann ich umgehen. Also jetzt habe ich einen falschen Clip reingeschnitten. Das war eigentlich der, was der Steff gemacht hat. Okay, na, Spaß beiseite. Das ist echt nicht ohne. Und wie der Philipp schon sagt, ohne blauen Fleck wird sich das halt nicht spielen. Aber es interessiert mich schon. Also ich muss schon sagen, das ist schon irgendwo eine geile Idee. Ob ich da überhaupt einen Sideflip schaffe, ob ich da überhaupt in die Rotation komme. Ja, bin einfach gespannt. Aber wie immer, wie finden wir das aus? Indem wir es probieren. Also, auf geht's. Jetzt geht's da schon rund in der Area. Die ersten Besucher sind da. Und jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben, dass wir da keine Leute behindern mit unseren halbwegs gescheiten Aktionen. Da ist er schon. Alter, heute habe ich keinen Glück. So, manchmal, jetzt zum Beispiel stehe ich. Ja. Und es rutscht nicht. Und nachher tue ich ein bisschen mehr. Ich glaube da in der Mitte, wo kurz ein bisschen weniger Wasser ist, yeah. Weißt du mal, da kommt es gehen. Das kommt echt gehen. Also das Problem ist erstens einen Grippunkt zu finden und zweitens nicht schief zu werden. Und da schauen wir uns das jetzt an, wo das hergeht, der Steff. Ready? Ah,
Scheiße. Scheiße, das war giftig. Jetzt haben wir da noch ein richtig krankes Publikum. Ja. Send it. Send it. Er gibt halt einfach wahrscheinlich genau den One in a Million Versuch, wo du kurzzeitig Grip findest, nachher kann das gehen. Der Ansatz war da. Aber die Challenge ist nicht erfüllt, das heißt, einmal musst du während die Bestrafungsbox eingreifen. Ja, voll geil. Aber das Ding ist, jetzt bin ich ja wieder Idru, jetzt ist ja wieder alles offen für mich. Vielleicht, wenn ich strategisch umgehe, hat mich der Brandfleck immer beschissen, aber das mal nimm ihn. Brandfleck. Sicher. Sicher, ja. Ja. Ja, fix, du verarschst mich jetzt noch. Ja, du verarschst mich noch. Merkst nur, dass ich das andere nehme. Safe. Slip and slide, Backflip. Deshalb hat der Dani auf mich gesetzt, weil er es gewusst hat. Was für ein geiles Spiel eigentlich, oder? Mir taugt das Spiel voll. Ja. Ja. Ja, ja, Mengtour. Ja, Mengtour. Slip and Slide könntest du benutzen, ja? Gestört. Das ist eh das Einzige, was wir brauchen. Ja. Da brenne ich mir eh nicht das ganze Kreuz auf, oder? Ja, da kannst du Schwimmweste anziehen. Braucht man das oder brennt man das? Normale Gäste haben Helm und Schwimmweste an. Ja, wir sind keine normalen Gäste. Du kannst ja aber auch nackt machen, wenn du willst. Ganz das nackt. Das ist die Aufnahmeprüfung. Ist das die Stevie Schneider-Variante? Ja, genau. Das ist die Aufnahmeprüfung, wenn du Mitglied in der Water Area sein willst. Dann musst du das machen. Shoutout an Stevie Schneider, dann machen wir das einmal. Auf geht's. Nackt. Ja. Möchten wir jetzt Körperspannung halten, wirklich. Das ist ja ganz wichtig bei der Rutsche. Ja, ich glaub's. Ja. Und zieh unbedingt das Kind zur Brust, weil es ins Haar steht und eine Kompression im Hinterkopf hat. Bei der oder bei der? Ja, bei der. Ja, irgendwie stresst es mir voll, ich hab das noch nie du. Und ich bin jetzt so der Rutsche. Du musst es mal normal probieren, dass du ein Gefühl bekommst. Nein. Da war es, dass ernst wird, wenn der Haftungsausschluss kommt. Das Testament ist unterschrieben. Eine da. Dann geht's gleich mal eins. Sendet. Der Guide hat gerade gesagt, dass eigentlich eine Helmpflicht und Schwimmwestenpflicht und man sollte sich ziemlich viel an den Nacken nur spannen, weil die Kompression so giftig ist. Und sie sind jetzt da hochgerutscht und gleich Backflip zünden. Keine Ahnung, wie man da technisch zugeht, aber das sagt der Steff, ist ein Safe. Dann bin ich ja froh, dass ich noch keinen Cent suchen habe, weil dann darf ich eh nicht mehr lang leben. Nein, das kann ich bestätigen. Beim Cent warst du. Oh, jetzt bist du. Nein. Ich bin froh, Philipp, dass du keinen Cent suchen hast. Ei, Kramer. Alter! Also jetzt fand ich einen Helm und so schon angebracht. Okay, jetzt wo ich das gesehen habe, hoffe ich einfach, dass ich danach, wenn ich in die Schüssel greifen muss, nicht den Sand mit dem Slip and Slide ziehe. Weil der ist anders gestellt. Und ja, Philipp, viel Glück, viel Spaß und genieß deinen Safe. Der Safe ist auch schon fast der Sand. Vor allem, weil wir es einfach noch nie gemacht haben. Das ist einfach 100%ig real, 100% Skill Mode. Auf geht's, Phil. Oh. Ah. Okay. Alter! Alter, wie weit! Also, der ist ja. Ja, das ist irre weit! Also, der war heftig. Ich glaube, er ist sich nicht ganz ausgegangen, aber den schauen wir uns nochmal in Slow-Mo an. Okay, jetzt schauen wir mal, was der Philipp sagt. Ja, schwierig zu timen. Also, ich hatte lieber so gehalten und hat dann aufgemacht mit den Armen, ja, dass ich den Schwung kriege, aber. Alter, die Rutschen ist bockhart. Von da schaut es aus, als wenn das eigentlich ein Matten war, so eine Woche. Und ich habe jetzt richtig Angst gehabt, weil er gesagt hat, eigentlich ziehe ich die da Helm und Schwimmwesten nur, dass ich da eine komplette Gehirnerschütterung wegbrenne. Respekt, der Safe. Und ja, jetzt darf ich wieder ziehen. Jawohl. Der Stefan ist wieder dran. Und jetzt geht's wieder ab. Schnell und schmerzlos. Schauen wir mal. So, los ist. Jetzt hat er einen Safe Song. Ja! Double Castaway. Ja, geil. Von wo? Für euch macht er das von 10 Metern. Ja, bist du sowas gekriegt? Ja, 10, dann geht's hin. Okay, wir sind jetzt am 10 Meter Sprungturm angekommen. Und Stefan haut sich da jetzt in den Double Castaway auch hin.
chillig. Ganz gemütlich an und aus, ein bisschen Layout am ersten und überhaupt kein Thema. Ganz gemütlich. Ja, deshalb ist er safe. Aber ich hoffe, es war echt trotzdem nur ein schwerer Trick. Der Dani ist einfach nicht so der beste Filmer und hat das einfach nicht verhindert, dass die einen die von denen nicht rausschießen. Und der Stef hat so nicht keine Landung, das heißt, den Dani werden wir nie wieder ausstellen. Scheiß Praktikant. Ja. Jetzt muss ich fast einen Cent ziehen, weil jetzt habe ich zwei Saves gezogen. Es war unreal, wenn ich jetzt keinen Cent ziehe. Ene, mene, mu und dran bist du. Scheiße. Der da? Ja. Alter, was ist das für Scheiß? Ja, safe. Jawohl. Double Lay, Double Backflip 10 Meter. Mann. Alter, ich tritt halt so ins Fettnäpfchen. Das ist eine safe Nummer, da, die sagen. Oder auch nicht, mal schauen. Schon lange kein Double Lay mehr gemacht. Und schon gleich nicht von 10 Meter, sondern von 5 geht es auch ganz leicht aus. Den genießen wir jetzt einfach noch einmal. Auf geht's zum Sprung. Ready? Send it. 3, 2, 1. Geht los. Yeah! Oh, jetzt kann ich wieder einlatschen, Alter. Dann kann ich noch in die scheiß Schüssel reingreifen. Da wo die schlimmsten Tricks 2022 reinlegen. Dann haben wir wieder massiv Bock. Socker? Praktikantenfehler, aber ist nicht so wild. Unser Praktikant hat sich wieder mal bewiesen. Und hat die Landung nicht ganz drauf gekriegt. Aber wir nehmen es ihm nicht besser. Kurs ist auch nicht viel. Das ist alles Spaß, bevor jetzt so einer meint, wir sind ein Bär zu unseren Mitarbeitern. Ladies and Gentlemen, die Bestrafungsbox. Es ist ein Thema. Ja. Es wäre ein seriöses Thema. Und ich würde sagen, du ziehst mal raus. Ich zieh mal raus aus der Schwanbox. Wie gesagt. Nehmen einen Cent. Gap Jump, mein eigener. Und der den Gap Jump, der hat sie in sich. Ja, der hat schon. Ja, den schauen wir uns jetzt einfach an. Auf geht's. Wir sind am Spot durchgekommen. Der Gap Jump ist komplett irre. Ja, der ist irre. Stefan will von da durchspringen und ins Wasser machen. Also, ich weiß nicht, wo man da durchspringen soll. Also da rauf, und wir starten bei dem Träger aus dem Stand. Und nachher muss man gerade nach vorne springen, da bei dem vorbei und bei der Querstange. Und gleichzeitig hat man einmal den Träger, was das Ganze eng macht, den 7,5er Turm, was das Ganze eng macht. Und unten muss man nochmal über die Plattform von 5 Meter springen. Also wirklich nicht viel Spiel. Ich finde es komplett behindert, dass er mir die Aufgabe stellen würde. Weißt du? Das ist gefährlicher als alles, was ich jemals aufgeschrieben habe. Da merkt man schon wieder, Gott sei Dank habe ich die Saves gezogen, weil sonst war ich schon wieder tot, Alter. Ich bin gespannt, ich freue mich auf den Sprung, wirklich, weil ich das voll gern tue, sowas. Also wirklich bei einfach sketchy Sachen, wo es richtig knapp hergeht, wo einfach nicht viel Knautschzone ist, wo ich 100% fokussiert sein muss, das ja, taugt mir einfach am Ende des Tages, das ist einfach geil. Und deswegen freue ich mich jetzt mehr, als ich Angst habe. Aber Respekt sollte man immer haben und Respekt habe ich trotzdem vor dem Sprung, weil mir die Konsequenzen bewusst sein, was da passieren kann. Holy shit, Alter. Und ich hätte das machen sollen. Ja, ich hätte es nicht gemacht, glaube ich. Skillboard! Boom! Okay, jetzt haben wir mal alle Challenges so ein bisschen durchgeführt. Es war ein riesen Auf und Ab. Für mich war es heute ein schöner Tag. Richtig ein gemütlicher Tag. Also, das ist ja das Geile an dem Spiel. Der Zufall entscheidet, wie beschissen dein Tag wird. Und jetzt schauen wir uns noch an, was er so in der Bestrafungsbox noch drin gelegen war. Ein Cent, den hast du glaube ich auch geschrieben, genau. Gap 1,5 Front Sprungturm. Genau, ziemlich sick, da ist so ein Glander, das ist ungefähr ähnlich wie den Jump, was der Steff ganz zum Schluss gemacht hat. Da ist ein Glander beim 5 Meter Turm, das man anlaufen kann und dann über die Kletterwand drüber springen müssen. Also ziemliche Distanz, ein Frontflip drüber, der nächste.
Oh ja, den habe ich auch geschrieben, das war ein Send. Und zwar so von 10 Meter aus dem Sitzen einen doppelten Rückwärtshalter. Also einfach Ohren fallen lassen. Nein, nein. Es wäre so gewesen, dass du so sitzen hattest müssen. 10 Meter und dann so. Ach, ja. So aus dem Sitzen und dann doppelten. Geil. Ja. Gott sei Dank ist es nicht gewesen. Nächstes. Den hat ich am liebsten gern gesehen. Das ist ein Send von mir. Und es ist Slip and Slide Popcorn seitlich. Das heißt, der Philipp hat ja in Slip and Slide gemacht mit dem Rückwärtssalto. Das war der Safe. Und der Send dazu wäre gewesen, ganz oben seitlich in die Slip and Slide einlegen, wie ein Backtele machen, also wie ein Popcorn. Und so lange zusammenbleiben, bis er ausschlägt. Und wenn er halt aufgeht, dann hat er die Challenge verloren. Alter. Ey, jetzt wo ich die Slip and Slide gerutscht bist, da darfst du sterben, das ist viel zu hart für das. Ja, also das habe ich auch gesagt. Also Gott sei Dank hast du einen Safe gezogen. Also echt irre, was da für Sens eigentlich noch rein gewesen waren und was man eigentlich als Ziegen hat kennen. Aber genau das ist ja das Spannende beim Spiel Send oder Safe. Entweder Pulle oder eben Easy Game. Genau, entweder wir haben einen harten Arbeitstag oder einen gemütlichen. Ja. Ja gut, das war's mit der Skillmod-Episode. Es war ein richtig geiler Tag da heute in der Area 47 in Ötztal. Also muss man schon sagen, wirklich geile Location. Und das Spiel dazu ist, glaube ich, wirklich eine gute Kombi. Die beste Kombi. Und ja, heute war es für mich ziemlich stressig eigentlich. Also ja. Angefangen mit dem Pull-In-Double-Bag-Out. Also das war ein irrer Start. Zum Frühstück. Ja. Und nachher habe ich auch noch kein Glück, dass der Philipp keine Sense zieht. Also ja. So ein Spiel, nicht? So ein Spiel. Zu meinem Dagel. Aber trotzdem habe ich einen Trick gemacht, den ich noch nie gemacht habe. Und ja, das hat auf jeden Fall eine Menge Gaudi gemacht. Ich bin auf jeden Fall extrem froh gewesen, dass ich ein paar Saves gezogen habe, weil die Sense vom Stefan, wie wir beim letzten Clip gesehen haben, waren wieder insane und komplett gefährlich. Und deshalb bin ich echt froh, dass ich da glücklich heute mal durchgekommen bin. Und ja. Ja, dort war auf jeden Fall laut. Nächstes Mal wird es wilder. Ja. Und ja, wenn euch so eine Episode gefallen hat, nachher vergesst nicht zu liken, vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht unseren Channel abonnieren und ja, was müssen wir noch tun? Kirchenglocken aktivieren. Damit nichts mehr verpasst von unserem zukünftigen Content. Genau. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, haut rein und ich freue mich, ciao. Hau wieder rein. Servus. Probier mal, steh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.